Sie sind hier an der Uni Osnabrück Friedens- und Konfliktforscher und dementsprechend ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, was jetzt die US-Wahl betrifft. Und ich würde sagen, wenn Sie sich bereit fühlen, dann stürzen wir uns auch einfach mal mitten ins Thema. Trauen Sie sich, eine Prognose abzugeben? Was schätzen Sie, wie könnte der Wahlabend beziehungsweise, wir wissen ja noch nicht, wann das Ergebnis kommt, aber wie könnte das Ergebnis nach Ihrer Ansicht ausschauen? Mit den Prognosen ist es ja so eine Sache, wie wir das ja auch vor 4 Jahren gelernt haben. Und Prognosen sind ja immer schwierig, vor allen Dingen dann, wenn sie die Zukunft betreffen, wie man so schön sagt. Insofern ist das natürlich ein gewagtes Spiel. Ich glaube, was bemerkenswert ist, ist, dass trotz der Bilanz, über die wir wahrscheinlich gleich sprechen, zu der Präsidentschaft Trump, wir immer noch das Szenario haben, dass er die Wahl eventuell knapp gewinnen kann. Also, dass er die Wahl klar gewinnt, ich glaube, dieses Szenario kann man ausschließen. Aber dass er die Wahl eventuell so ähnlich knapp gewinnt wie beim letzten Mal, dieses Szenario gibt es nach wie vor. Gleichwohl würde ich vielleicht erneut falsch liegend den Kollegen und Kolleginnen der amerikanischen Meinungsforschungsinstitute hier noch einmal Kredit geben, weil die auch ihre Messinstrumente verbessert haben. Und danach sieht es doch nach einem vielleicht gar nicht mal so knappen Sieg für Joe Biden aus. Wir wissen ja, dass Trump vor 4 Jahren im Prinzip das unverschämte Glück hatte, dass er 3 Staaten mit ganz knapper Marge gewonnen hat. Und das ist ein sehr unwahrscheinliches Ergebnis gewesen, dass gleich alle 3 Staaten mit wenigen tausend Stimmen für ihn ausgegangen sind, also Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Dass das nun genau wieder so passiert, ist eher unwahrscheinlich, zumal in allen 3 Staaten Biden einen relativen Vorsprung hat. Das macht ihn noch nicht sicher, aber ich würde sagen, bei 2 von den 3, Wisconsin und Michigan, kann man relativ sicher davon ausgehen, dass Biden den gewinnt. Pennsylvania ist vielleicht noch etwas wackeliger. Und jetzt kommt aber noch eins hinzu, es gibt 7 weitere Staaten, bei denen die Kandidaten viel enger beieinander liegen als bei den 3 genannten. Und das sind alles 7 Staaten, die Trump das letzte Mal gewonnen hat und von denen darf er auf gar keinen Fall einen verlieren. Das heißt also, wenn Biden von diesen 7 Staaten, wo er quasi Kopf an Kopf mit Trump liegt, 1 oder 2 gewinnt, dann dürfte ihm die Präsidentschaft kaum zu nehmen sein. Sie als Friedens- und Konfliktforscher, für wie zerrissen halten Sie denn das Land derzeit? Droht da wirklich, man munkelt ja schon vor allen Dingen im Falle des Falles, dass Trump die Wahlniederlage nicht anerkennen möchte, dass ein Bürgerkrieg droht, könnten das realistische Szenarien sein? Was man nicht ausschließen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ist ja, dass es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen kann. Das wird jetzt sehr von der Wahlnacht abhängen. Es wird auch sehr davon abhängen, wie verantwortlich die Beteiligten mit dem Wahlergebnis oder auch vielleicht mit der Situation, dass es noch kein Wahlergebnis gibt, umgehen. Und da Trump nun mehrfach schon seine Verantwortungslosigkeit unter Beweis gestellt hat an dieser Stelle, ist es jetzt auch kein Zufall, dass sich die Behörden in den USA hier auch auf bestimmte Szenarien mit Protesten und eventuell gewaltsamen Auseinandersetzungen vorbereiten. Also ein Präsident, der ins Amt kommt, selbst wenn er einen sehr polarisierenden Wahlkampf geführt hat, jeder Präsident hat dann versucht, dieses irgendwo zu kitten und sich auch als jemand zu präsentieren, der für das gesamte Land, für die gesamte Bevölkerung spricht und der versucht, gerade in Krisensituationen das Einigende zu betonen. All das hat Trump nicht gemacht. Ja, also, sondern er ist in dieser Polarisierungsschiene, die er im Wahlkampf schon drin hatte 2016, in der ist er einfach die gesamten 4 Jahre drin gewesen. Es ist gefühlt wie ein 4-jähriger Wahlkampf, der jetzt seinen Höhepunkt findet mit der erneuten Wahl. Sehr interessant. Bei uns in Europa war ja eines der am meisten beachteten Themen die Außenpolitik, die Trump verfolgt hat. War die wirklich so schlecht oder so, ich sag mal, diskutabel, wie das bei uns in den europäischen Medien auch häufig dargestellt wurde? Gut, ich fange mal vielleicht mit was Positivem an. Trump hat immerhin, und es ist ja fast schon etwas
wie soll man sagen, ist schon fast sarkastisch, wenn ich das jetzt sage, die Welt nicht in einen Angriffskrieg, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verstrickt, wie das die Regierung George Bush 2003 im Zuge des Irakkriegs getan hat. Also ein solches Werk hat Donald Trump zumindest nicht hinterlassen. Ansonsten hat er allerdings überhaupt keinen Beitrag dazu geleistet, irgendeines der größeren weltpolitischen Themen in Richtung einer Lösung, einer Bearbeitung, einer Bewältigung zu bringen, sondern er hat eigentlich Probleme entweder ignoriert, sie verstärkt oder neue Probleme geschaffen. Und das geht ja gewisserweise für die Innenpolitik wie für die Außenpolitik. Und insofern ist die Bilanz natürlich hier eher sehr ja, schlecht in gewisser Weise. Die USA sind auch als weltpolitischer Akteur, haben deutlich an Einfluss verloren, auch an Gestaltungswillen. Ein Gestaltungswillen war eigentlich nicht erkennbar. Alles, sozusagen, was unter Obama erreicht wurde, ist letztlich von Trump ins Gegenteil verkehrt worden. Wenn man das will, das ist eine Konstante seiner Außenpolitik. Er hat die Kuba-Politik Obamas abgebrochen. Er ist aus dem Iran-Atomabkommen ausgestiegen, das Obama mit den Europäern zusammen und dem Iran und Russland verhandelt hat. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Er ist wie eine Abrissbirne durch die multilaterale Ordnung gependelt. Die USA sind mittlerweile aus der UNESCO ausgetreten, aus der WHO ausgetreten. Sie drohen damit, aus der WTO auszutreten. Also multilaterale Institutionen, in die ja in den letzten Jahrzehnten auch gerade von amerikanischer Seite sehr viel Energie investiert worden sind, spielen für Trump überhaupt keine Rolle. Die brauchen wir aber, wenn wir überhaupt globale Probleme auf diesem Planeten gelöst haben wollen. Jetzt haben Sie einiges zusammengefasst, was die globale Weltgemeinschaft zusammen wieder gerade rücken müsste, wenn Biden jetzt an der Spitze der USA stünde. Meinen Sie, mit ihm könnte man diese Probleme angehen oder würde sich dann auch erstmal nicht viel ändern? Naja, Biden würde in jedem Fall ein enormer Fortschritt an dieser Stelle bedeuten. Nicht, weil ich glaube, dass die USA zurückfinden so schnell in eine weltpolitische Rolle, die auch sozusagen einen gewissen Gestaltungswillen und die entsprechenden Ressourcen dafür bereitstellen würde, sondern ich glaube, der erste Pluspunkt einer Biden-Administration ist zunächst einmal, dass man davon ausgehen kann, dass man wieder in ein letztlich professionelles Regierungshandeln zurückkommt, bei dem man gerade jetzt aus europäischer Sicht sich auch vielleicht darauf verlassen kann, was man mit Washington vereinbart, dass wieder Vertrauen auch gerade zwischen Europa und den USA bei der gemeinsamen Bewältigung von Problemen, sowohl bilateralen wie auch eben globalen Problemen, überhaupt wachsen kann. Diese Chancen, die bestehen ja eben mit einer Biden-Administration. Ich gehe auch davon aus, dass Biden sozusagen starke Persönlichkeiten in die Spitzenpositionen der Regierung setzen wird. Es braucht einen Präsidenten, der sich dieser Spaltung und Polarisierung des Landes annimmt. Und das wird die gesamte Kraft dieses ja nun auch schon betagteren Menschen in Anspruch nehmen. Insofern glaube ich, dass er selber auf dem außenpolitischen Feld gar nicht so wahrnehmbar sein wird, sondern das tatsächlich starken Figuren in seinem Kabinett überlassen wird müssen. Welche Lehren können denn die Europäer oder vielleicht sagen wir eher sollten die Europäer aus der Trump-Administration ziehen? Naja, ich denke, diese Präsidentschaft war gewisserweise ein absolutes Alarmsignal. In jedem Lehrbuch zum politischen System der USA wird sehr stark immer die sogenannten Checks and Balances gemacht. Also gerade, dass es eben so viele Kontrollmechanismen im politischen System gibt. Und wir haben gesehen, wie es gelingt, durch eine Präsidentschaft, durch letztlich eine Person und seine Entourage, das zu unterlaufen, das auszuhebeln, das zu instrumentalisieren. Und das sollte uns also allen eine Warnung sein, mit Blick auch auf unsere eigene demokratische Entwicklung. Nichts ist garantiert.
wenn wir mal vermuten oder wenn wir mal davon ausgehen, dass Trump vielleicht tatsächlich sogar im Amt bleibt. Wir haben ja gerade schon besprochen, die Umfragen sind sehr, sehr knapp. Man weiß es noch nicht genau. Welche Rolle könnte Deutschland denn weiterhin gegenüber der USA überhaupt einnehmen? Wie könnte man da diplomatisch, aber trotzdem noch auch mit einem gewissen Selbstwertgefühl, sage ich mal, den USA gegenüberstehen? Ja, also ich denke, für die Europäer insgesamt, aber eben auch für Deutschland, wird eine zweite Trump-Administration nicht weniger schwierig als die erste. Man muss sogar befürchten, wenn er wiedergewählt wird, dass er seinen Kurs, es wird sich bestätigt sehen und er wird seinen Kurs möglicherweise weiter radikalisieren. Das Zerstörungswerk, was jetzt internationale Ordnung und multilaterale Institutionen angeht, ist ja noch nicht abgeschlossen. Und insofern muss man sich da wirklich auf einiges gefasst machen. Und inwieweit die Europäer da dagegen halten können, sozusagen ohne jetzt komplett undiplomatisch zu werden, so gut das irgendwie noch geht überhaupt, das sei mal dahingestellt. Jetzt kommt noch eins hinzu, Trump ist auch an einer Stelle noch ungewöhnlich, er ist nämlich der erste amerikanische Präsident, der da aktiv daran arbeitet, die Europäische Union zu marginalisieren oder sogar zu zerstören. Also dass er nicht nur, dass er den Brexit begrüßt hat oder aktiv unterstützt hat, das ist das eine. Das ist auch eine Einmischung in die Europäische Union, wie man sie sozusagen so nicht gewohnt ist. Nigel Farage, eine mittlerweile in Europa letztlich ja marginalisierte politische Figur, also der ja selbst in Großbritannien eigentlich keine Rolle mehr spielt, ist noch in den vergangenen Tagen bei Donald Trumps Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Ja, das zeigt einfach auch sozusagen, mit welchen Leuten aus Europa, mit welchen politischen Kräften aus Europa er sich umgibt. Und wenn er wiedergewählt wird, wird er sich in alledem bestätigen sehen. Und insofern denke ich, wird man da eben gewappnet sein müssen.